Für mehr Komfort und mehr Sicherheit sollen die X-Twheel-Spike-Räder von Köppel sorgen. Wir sind sie mit dem Gecko Motormäher Probe gefahren. Landwirt Fahrbericht. Die Basis für das neue Stachelrad bildet die X-Twheel-Technologie des Reifenherstellers Michelin. Daraus hat Köppel einen neuen Reifentyp entwickelt und patentiert. Die X-Twheel-Technologie ist eine Radreifenkombination, die den herkömmlichen Reifen mit Felge und Ventil ersetzt. Die Speichen aus Polyesterharz bilden eine Art Wabenstruktur. Sie sind schwingungsdämpfend und elastisch. Dadurch können sie sich Bodenunebenheiten anpassen und haben gegenüber Luftreifen eine größere Aufstandsfläche. Die Reifen sind luftlos. Reifenpannen durch Luftverlust gibt es also nicht. Die Gummiauflage mit Stahlausformungen sitzt auf einem Stahlgürtel. In die Lauffläche hat Köppel Löcher gebohrt und Stacheln geschraubt. Diese sind aus Kunststoff und mit gehärteten Metallspitzen verstärkt. Die Metallspitzen lassen sich austauschen. Köppel bietet die X-Twheel-Räder für seine hydrostatisch angetriebenen Motormäher mit 4 und 6 Reihen an. Die vierreihigen Räder haben einen Durchmesser von 590 mm, die sechsreihigen 650. Neben dem Komfort erhöht das Rad auch die Sicherheit. Das Wabenprofil gibt radial nach und durch die Verformung passt sich das Rad den Bodenunebenheiten an. Dadurch vergrößert sich die Aufstandsfläche und es sind mehr Stacheln im Eingriff. Bei unseren ersten Fahrversuchen haben wir Steilflächen bis zu 100% befahren. Für 2022 planen wir einen umfangreichen Vergleichstest mehrerer Stachelräder unterschiedlicher Hersteller. Abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Für den Komfort und die Sicherheit muss man tief in die Tasche greifen. Die sechsreihige X-Twheel Spikes Kombination kostet laut Preisliste gute 6.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer.